Hallo, meine lieben Zuschauer. Wie versprochen kommt nun mein kleines Fazit zu Arc Age, das ich ja vor kurzem letzt testet habe und ihr ja hoffentlich einen Einblick dazu hattet. Ja, ich will das Spiel nicht schlecht reden, aber ich war doch etwas enttäuscht davon. In der Beschreibung stand nämlich, dass es ein MMO-Sandbox-Spiel werden sollte. MMO kann ich unterschreiben, aber von Sandbox habe ich leider nicht viel gemerkt. Da waren dann meine Hoffnungen doch irgendwann am Ende. Ja, aber erstmal kurz die Zusammenfassung an positiven und negativen Punkten. Also das Positive auf jeden Fall. Es war nicht so bunter Spiel. Also ja, es ist ein asiatisch angehauchtes Spiel und einige solche MMOs sind dann doch etwas sehr bunt für meinen Geschmack. Also zum Beispiel Aeon hielt sich gerade so an der Grenze. Und da gibt es noch schlimmere. Ja, das zweite, das Kampf- und Skillsystem. Also erst einmal die Art, wie man skillen kann. Also man wählt am Anfang nur eine Profession aus. Also einen Fähigkeitenbaum. Also zum Beispiel Nahkampf, Magie und so weiter. Und kann dann auf Level 5 oder auf Level 10 einen weiteren Baum auswählen. Also entweder einen der Hauptbäume, die man auch am Anfang auswählen kann, oder so Unterbäume wie Verteidigung, was ich ja im Let's Test gemacht habe. Nachdem ich dann weitergespielt habe, habe ich noch auf Level 10 mir dann Bogenschießen mit ausgewählt und habe dadurch sozusagen eine eigene Klasse erschaffen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich glaube Beschützer oder sowas. Ich müsste jetzt lügen. aber gut, ja. Das Skillsystem ist sehr interessant gemacht, dadurch, dass man nicht bei jedem Level Up Skillpunkte kriegt, sondern nur jedes zweite Level Up. Oder jedes dritte, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, Fähigkeiten werden von selber besser und man muss nicht ständig zu einem Trainer rennen und sich das kaufen, wie man es von anderen Spielen her kennt. Ja, das Kampfsystem habe ich auch eine interessante Sache herausgefunden, nämlich der Fernkampf ist ein bisschen dynamischer als der Nahkampf. Man kann also die 2 für Fernkampf gedrückt halten, tut dann dauernd schießen und kann dann trotzdem weiter mit den WASD-Tasten rumlaufen und sozusagen den Gegner ein bisschen ausmanövrieren und auch Fernkampfattacken, Feuerbällen und so weiter ausweichen. Ob das so gewollt ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat das einen sehr interessanten Eindruck beim Hinterlassen. Ich fand es ganz cool eigentlich. Ja, was auf jeden Fall negativ zu bewerten ist, ist das mit dem Sandboxing. Und zwar gibt es nur besondere Gebiete, wie ich das bis jetzt gesehen habe. Davon werde ich euch nachher mal ein paar Bilder zeigen. Und zwar in denen kann man dann Sandboxing, also solche Sachen betreiben wie Housing und Farmen anbauen, Tiere züchten und so weiter. Also das, was man von dem Sandbox-Spiel eigentlich erwartet. Ja, und das Crafting selber ist auch ziemlich stark begrenzt wegen diesen Arbeitspunkten. Man kriegt die ziemlich langsam, jedenfalls am Anfang. Ich weiß nicht, ob es irgendwann schneller geht, wenn man höhere Level erreicht hat. Aber zurzeit kriege ich nur 10 Stück pro 5 Minuten. Also 120 in einer Stunde. Und wenn ich einen Erzhaufen abbauen will, dann verbrauche ich gleich wieder 10 Punkte. Das heißt, ich kann 12 Erzhaufen gerade mal abbauen in einer Stunde, was nicht gerade viel ist. Ja, wenn man mehr Arbeitspunkte will, muss man sich Items im Shop kaufen. Also bis jetzt habe ich nur das gefunden, um an Arbeitspunkte zu kommen. Ist ein bisschen ernüchternd. So, nun aber zu den Ingame-Bildern. Ich habe ein paar Screenshots gemacht, während ich noch gezockt habe. Die Beta ging ja bis Dienstag und habe so das Wichtigste festgehalten. Also das erste ist auf jeden Fall, was ich gerade angesprochen habe, das mit dem Sandboxing in speziellen Gebieten. Und zwar habe ich eine Wohnsiedlung gefunden, die man hier sehen kann. Also hier haben sich die Spieler schon einige Häuser gebaut, Farmen angelegt. Manche Häuser sind noch im Bau, es laufen Tiere rum, die irgendjemandem gehören. Das hier ist so gesehen das ganze Sandboxing, wie ich es bis jetzt kenne. Also eigenes Häusle bauen und so weiter. Also nicht gerade sehr spektakulär, dass man die ganze freie Welt bebauen könnte. Das hätte nämlich von der Story her eigentlich ziemlich gut gepasst, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, und später bin ich dann auf die sogenannte freie Farm gekommen, die man hier sehen kann. Dort durfte ich dann selber ein bisschen mit Samen und Tieren rumhantieren und üben. Also das ist sozusagen das Sandbox-Tutorial gewesen, aber was auch ein bisschen knapp war und naja, lassen wir das. Ein paar positive Momente hatte ich vorher dann. Wir haben ja das Let's Test in der Hauptstadt der Menschen beendet. Oder in der Hauptstadt von Nui, wie es in-game heißt. Und ja, nachdem ich dann weitergespielt hatte, musste ich erstmal zum Hafen und habe dort ein Boot bekommen, mit dem ich dann eine lustige Bootsfahrt unternehmen konnte. Also selber rudern. Das war doch schon ein bisschen lustiger. Ja, allgemein scheint es ziemlich viele Fahrzeuge zu geben in dem Spiel. Also man kriegt soll sogar einen Gleiter bekommen können und sowas, also rumfliegen können in der Luft. Das stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor. Und sicher auch cool. Ja, was ich noch gesehen habe, sind Luftschiffe, so wie das hier, auch wenn ich es nicht gerade gut ins Bild bekommen habe. Aber scheinbar soll es auch See- und Luftschlachten geben, also dass man auf Luftschiffen und auf Schiffen im PvP kämpft. Was, ja, eine nette Idee ist, finde ich. Es aber immer noch nicht das fehlende Sandboxing gesetzt. Ja, ich hack darauf ein bisschen rum, weiß ich. Aber wenn man schon sagt, das ist ein Sandboxing-MMO, dann erwarte ich davon auch, dass es ein Sandboxing-MMO ist. Naja. Des Weiteren haben wir nach der Bootsfahrt und nach ein paar weiteren Quests, ja, es ist wirklich wie in einem normalen MMO, dass man von Questgeber zu Questgeber läuft, auch wenn ich sagen muss, dass es sich hier in ArcheAge ein bisschen in Grenzen hält, was das angeht. Also anders als man es aus anderen Rollenspielen kennt, wo man 50 Wölfe töten muss, um 8 Wolfspelze zu bekommen, kriegt man hier die Items recht schnell, also das hält sich noch in Grenzen. Ich weiß nicht, ob das nachher, wenn die Full-Version draußen ist, dann anders balanced ist. Auf jeden Fall haben wir durch das Quest endlich mal eine neue Rüstung bekommen, weil wir sind ja die ganze Zeit von Anfang an nur in Stoffklamotten rumgelaufen, wie ein Bauer. Und ja, das neue Outfit ist etwas gewagter, knapper, aber passend. Ja. Ich hatte allerdings, nachdem ich das letzte Test beendet hatte, die Hoffnung, weil wir ja nur am Anfang durch zwei Quests ein paar Startwaffen bekommen haben, also ein paar bessere Waffen als unsere Billigwaffen, hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass man nachher richtige Ausrüstung nur durch Crafting bekommt und nicht durch Quests. Was wieder dann den Sandbox-Effekt gehoben hätte, aber leider war das nicht der Fall. Wir haben Ausrüstung durch Quests bekommen. Okay, schön und gut. Ja. Und danach durften wir eine Runde schwimmen gehen. Wir hatten nämlich eine neue Quest. Wir sollten einen Kieselstein vom Grund des Meeres holen. Ja. Kleines Intermezzo im Wasser. Das letzte, was ich noch aufgenommen habe, ist eine alte Burgruine, nämlich aus dem Grund, weil ich gehört habe, dass Gilden sich ihre eigenen Burgen bauen können und dann mit anderen Gilden Belagerungs-PvP betreiben können. Ich weiß nur nicht, wo genau das stattfinden soll, also ob es dazu extra Gebiete gibt oder ob das dann vielleicht etwas offener ist, was mich ein bisschen hoffen lässt. Auf jeden Fall stelle ich mir das Ganze ziemlich interessant vor, wenn da die gegnerische Gilde mit ihren Belagerungswaffen kommt und dann so wie ich hier bei der Burgruine an Seilen die eigenen Burgmauern hochklettert und wir sie dann von oben mit Pfeilen und Bogen beschießen müssen und dann auf unseren eigenen Mauern kämpfen müssten, wenn wir denn in einer Gilde wären. Ja, das lässt mich etwas hoffen, aber trotzdem bin ich im Allgemeinen nicht so begeistert von ArcheAge. Also ja, als MMO macht es einen guten Eindruck, aber vom Sandboxing bin ich dann doch eher enttäuscht. Tut mir leid. Vor allem, dass ich so oft erwähne. Na gut, das war's von meinem kleinen Fazit. Das Projekt ArcheAge ist damit abgeschlossen. Vielleicht melde ich mich noch mal kurz mit einem Zwischenbericht, wenn das Full Game released ist, wie es dann aussieht.
Aber soweit bedanke ich mich fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zu meinen anderen Projekten. Tschüss.